Mahlzeit! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr im Thumbnail gesehen habt, das ist das erste Update-Video zu meinem Group-Build oder zu dem Group-Build ISAF RS. Und ja, ich werde euch hier heute zeigen, was werde ich bauen und wie wird es hoffentlich am Ende aussehen, also sprich, wie ist mein Mindset dazu. Und ihr bekommt die erste Story aus meinem eigenen ISAF-Einsatz. Ich sage euch aber jetzt schon, wer jetzt von euch erwartet, ich wäre ein Thomas Gast oder so, den muss ich enttäuschen. Ich habe kein Skript, von dem ich daraus vorlebe, sondern es geht direkt aus meinem Kopf über meine Zunge zu euch in die Kamera. Und ja, ich kann euch nur das wiedergeben, was ich erlebt habe. Also wer glaubt, ich habe hier die kriegerischen Handlungen vom Herrn erlebt, Feuergefechte, ewig lange in irgendeinem Schützengraben. Sorry, nein, ich war in der Etappe. Ne? Was meine Leistung war, nicht mehr. Also, ne? Ich werde euch ja auch nichts beschönigen. Ne? Ich werde euch nicht sagen, was für tolle Hengste wir waren oder was wir nicht alles gemacht haben. Nein, ich sage euch einfach nur das, was ich erlebt habe und wie ich es erlebt habe. Der Bau ist nicht lang genug, um euch jede Story aus dem Auslandseinsatz zu erzählen. Ich war ja 6 Monate unten und das ist eine lange Zeit. Und ich kann euch nicht alles erzählen. Auch, es war 2005, also es ist schon ein paar Tage her. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Bin ich ewig alt, um Gottes Willen. Aber auch nicht mehr der Jüngste. Und einiges ist schon so weit verblasst, dass, wenn ich es wiedergeben würde, ich eventuell Fehler einbaue. Und von daher werde ich euch mal das erzählen, was ich auch wirklich noch hundertprozentig weiß. Ja, ich werde nach Möglichkeit natürlich auch sämtliche Namen von weiteren Personen entweder verändern oder gar nicht erst erwähnen. Und bei Bildern alle weiteren Personen natürlich unkenntlich machen. Na, ich bitte dafür um Verständnis. Solltest du mit mir zusammen im Einsatz gewesen sein, freue ich mich, dass du da bist. Na, und vielleicht fällt dir auch noch irgendwas ein oder dir gefällt, was ich gesagt habe. Und das erinnert dich hoffentlich an die schönen Zeiten im Einsatz. Gut, ich baue schnell die Kamera um und dann gucken wir mal zusammen auf den Tisch, was ich bauen werde. So, schnell umgebaut. Bevor ich es vergesse, ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen und das ist, der Erik hat die Facebook-Seite geändert. Es ist jetzt kein offenes Group-Bild mehr, das heißt, jeder, der von euch rein möchte, muss sich anmelden. Das ist nicht, weil wir uns irgendwie elitär abheben wollen, sondern es gibt die ein oder anderen Personen, die wir einfach nicht drin haben wollen. Nicht, weil wir denken, die haben da nichts verloren, sondern es gibt uns die Möglichkeit, wenn einer in der Gruppe trollt, diese dann auch aus der Gruppe entfernen zu können. Das ist eine offene Gruppe, es ist ein bisschen schwerer, jemanden, der Mist baut, aus dieser Gruppe zu entfernen oder sich nicht an die Spielregeln hält. Und deswegen haben wir auch eine geschlossene Gruppe gemacht, dass wer rausfliegt, draußen bleibt. Na, ich hoffe natürlich und denke mal auch, dass dieses nicht passieren wird, ne, dass wir alle fair miteinander umgehen. Aber man muss jederzeit damit rechnen, dass es immer irgendwen gibt oder irgendjemanden, der nur in eine Gruppe reinkommt, um Mist zu bauen. Das wollen wir in der Möglichkeit nicht. Und wieso wollen wir dann auch die Möglichkeit haben, diese auch zu entfernen. Gut, genug geschwafelt. Ich zeige euch jetzt, was ich bauen werde. Na, ihr habt bisher, wenn ihr die Gruppe verfolgt, ja schon gesehen. Der Link zur Gruppe ist übrigens unten in der Videobeschreibung. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich werde ein Dingo bauen, nämlich eine A3.3 Patrouillen- und Sicherungsfahrzeug bauen. Als ich im Einsatz war, gab es den so noch nicht. Wir hatten Dingo 1 zu dem Zeitpunkt und unsere waren auch entweder komplett oliv oder sie waren in dem 3000 NATO. Ja, und wir hatten auch noch nicht diese Waffenstation drauf, wir hatten das Vorgängermodell, Namen vergessen, aber da war dann nur das MG3 drauf. Nichtsdestotrotz werde ich diesen bauen. Na, warum? Wegen dem Tarnanstrich. Der Dingo 2, beziehungsweise Dingos, der war eigentlich so ziemlich vom Anfang bis zum Ende im Einsatz bei ISAF. Ne? Und es gibt den in verschiedenen Tarnvarianten. Ne? Es gab, wie gesagt, Oliv, ihr habt das auch schon mal gesehen, ich habe dazu auch schon mal ein Topic eröffnet. Oliv, Dreitarn, Flecktarn,
nur beige, beige-grün, beige-braun, den Dreitarn UTF. Es gibt so viele verschiedene Tarnvarianten von diesem Fahrzeug. Und deswegen habe ich dieses Fahrzeug gewählt. Und weil es halt eines der meistverwendeten, oder wenn nicht das meistverwendetste Fahrzeug im Einsatz war. Na, darum dieses Fahrzeug. Ich werde daraus jetzt keinen Unboxing machen, weil wir haben, glaube ich, gefühlte 5 bis 10.000 davon bei uns in der Gruppe drin. Und ich bin nicht der Erste, der damit anfängt, und ich muss euch nicht innen drin zeigen, was ihr schon angefangen habt zu bauen. Ja, also das wäre dann unser. Darum, den werde ich bauen. Ich habe mir zu diesem Fahrzeug zum jetzigen Zeitpunkt noch 2 Zusatzsätze geholt. Nämlich einmal Resinreifen. Ja, die Reifen hier drin, das sind Vinylreifen. Ja, der eine wird jetzt sagen, oh Gottes Willen, die sehen scheiße aus. So schlimm sind die nicht. Na, aber ich will es trotzdem noch aufwerten mit Bingo-Reifen aus Resin. Und ich habe mir hier nochmal Masken bestellt. Na, hier seht ihr das auch. Hier ist die Farbe Afrika Braun Beige. Und ich werde den Afrika Braun bzw. das Umtarn Braun mit Grün machen. Aber das Tarnmuster ist dasselbe. Na, und das sind die Masken dazu. Na, ich habe für die Masken habe ich 5,40 Euro bezahlt, für die Reifen 10 Euro. Jetzt würde eine sagen, Waffenstation, schauen wir erstmal. Ich fange erstmal an, wenn ich die Waffenstation so schlecht finde oder mir nicht ausreichend detailliert ist, kann ich immer noch eine riesige Waffenstation kaufen. Des Weiteren ist hoffentlich in Arbeit Esco-Behälter von Erik. 8 habe ich schon gesehen, 2 wird er noch machen und die nehme ich. Ja, als er hat ja gesagt, er hat mehrere Varianten, einzelne bzw. Pakete, und ich habe einzelne genommen. So, auf die Base soll dann auch noch, wie viele es von euch machen, ein Patch drauf. In meinem Falle wird es kein ISAF-Patch sein, sondern einfach nur dieser Rubber-Patch mit DEU. Warum? Weil der nicht so groß ist und der gut an die Base reinpasst unten. Ja, weil der nicht so hoch ist. Und auf dem Fahrzeug steht schon ISAF drauf, also kommt bei mir dieser DEU-Patch in Wüstentarnfarben. Gut, und jetzt werde ich euch hier nochmal zeigen, anhand eines Blatt Papiers, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Gehen wir mal davon aus, dass das meine Base ist. Na, dann stellen wir das Fahrzeug ein bisschen schräg drauf. Oh, wahrscheinlich nicht ganz so schräg, wie ich es jetzt zeichne. Zack, ja, mein Fahrzeug ist nicht ganz winkelig. Ja. Vorne. Ne? Und ich will hier die Hesklos reinbauen. Über Eck. Zack. Und ich will die auch nicht bis zum Ende durchziehen. Ne? Brauche hoffentlich ich mir 10. Wenn nicht, muss ich direkt nochmal Bescheid sagen, sondern mir ein paar mehr machen. Die sollen hier über Eck sein und hier eventuell 1 oder 2 Personen. Das werden wir dann sehen, was meine Restekiste an ISAF-Soldaten hergibt. Was soll da dargestellt werden? 2005 war es wie folgt aus. Wir hatten immer an der Wache vorne, am Gate, ein Sicherungsfahrzeug, was die in die Verkehrsschleuse reinwirken konnte als Sicherungsfahrzeug. Dieses war normalerweise hier komplett hinter Hesklos verdeckt. Es waren immer 2 Seiten mit Hesklos belegt zum Eigenschutz. Ich werde das aber nur andeuten, weil wenn ich hier zu viel Hesklos mache, dann sieht man von dem Fahrzeug nicht mehr so viel. Dann sieht das Ding nur noch aus wie eine Hesko-Burg, was zwar richtig wäre, aber so in dem Blick auf das Wesentliche noch ein bisschen verdeckt. Darum wird das hier über Hesklos auf einer Ecke nur angedeutet. Ja, und dieses Fahrzeug sollte dann in die Verkehrsschleuse reinwirken können im Falle eines Angriffs. So sieht das aus, das ist der ganze Plan. Nein, die Base wird nicht so groß sein wie hier, die wird ein bisschen kleiner sein. Die wird dann, also es wird ja winklig sein, wahrscheinlich nur so in der Größe. Gut, das soll es auch gewesen sein. Das wird euch auf meinem Kanal bald erwarten. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem, was ich bauen möchte, zu dem, was ich schon habe, beziehungsweise zu dem, was noch kommen soll, dann fragt es, schreibt es unten in die Kommentare rein und ich beantworte euch die Fragen. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, auch wenn es jetzt hier nicht so viel zu sehen gibt, lasst ein Like da oder unterschreibt, vergesst das Unterschreiben nicht, als Abonnement.
Na, und schreibt ruhig was in die Kommentare rein, das bringt den Algorithmus ein bisschen hoch, da wäre ich euch sehr dankbar. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, knallt sie unten rein und wir fangen jetzt mit der Zeitreise an. Schatz, komm, lass uns losfahren in die Kaserne. Bring was hinter uns. Meine Frau hat mich am Januar, das waren die Weihnachtsfeiertage, die waren gerade zu Ende im Jahr 2005, zur Kaserne gebracht, abends. Und wir haben die Verabschiedung recht kurz gehalten. Also, je länger der Abschied ist, desto mehr tut es weh. Und geplant war ja ein halbes Jahr Einsatz. Ne? Und das war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ein halbes Jahr, aber die Zeit ist lang und es tut weh. Und wir haben den Abschied mit Absicht kurz gehalten in der Kaserne. Wir sollten, ich glaube, es war auf dem Sonntag der Anreise oder Montag, das weiß ich nicht mehr, kurz nach den Weihnachtsfeiertagen. Und am nächsten Tag ging es zum Flughafen, vom Flughafen weiter nach Afghanistan. Die Verabschiedung, 10 Minuten, nicht zu lange. Und dann ist sie gefahren, natürlich unter Tränen. Und der Abschied viel schwer. Unser Sohn blieb noch zu Hause, der war noch klein zu dem Zeitpunkt. Der blieb, glaube ich, bei den Schwiegereltern. In der Kaserne selber sind wir dann in den Kompanieblock runtergegangen. Dort hat das Unteroffizierkorps, ich war ja Protzepe-Unteroffizier, die Kameraden, die zu Hause geblieben sind, das fällt nie in die ganze Einheit. Irgendwer bleibt immer zurück zu Hause, entweder die, die nicht einsatzfähig waren, bei denen die Dienstzeit langsam auslief, oder die auch nicht wollen, es ist keine Pflicht, in Einsatz zu gehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, die sind dann zu Hause geblieben. Die Zurückgebliebenen haben unten im Unteroffizierraum, nicht nur für die Unteroffiziere, sondern für alle, die mit in den Einsatz gegangen sind, den Raum aufgemacht und konnte dann noch mal ein Bierchen trinken oder auch nicht alkoholische Getränke, eine Kleinigkeit essen. Und die haben uns in Empfang genommen und haben uns dort noch mal einen schönen Abend bereitet. Es wurde dann in der Kaserne übernachtet und am nächsten Morgen standen dann die Busse vor der Kompanie. Nach dem Frühstück ging es dann los zum Flughafen. Das war dann relativ, ich glaube, es war relativ früh. Nee, es müsste schon früher nach. Also vormittags war es schon, weil es war noch hell. Ja, und im Januar geht die Sonne ja ein bisschen später aufbekannt. Es war schon hell und er ist dann zum Flughafen gefahren. Und vom Flughafen ging es dann mit Air Slovakia nach Termisch. Air Slovakia, die Maschine war relativ klein, gedrungen. Sind dann reingekommen in die Maschine. Wir hatten eine ganz normale Untersuchung, wie man die bei jedem Flughafen auch kriegt. Das heißt, wir mussten unsere Taschen ausräumen. Wir wurden durchleuchtet. Es wirkt eher wie ein Touristenflug nach Termisch, wenn wir nicht komische Klamotten getragen hätten, als ein Flug in den Einsatz mit Soldaten. Weil sämtliche Regelungen, die einem zivilen Flug vorweggingen, galten dort auch. Wir sind also in die Maschine rein. Jeder von uns hat so ein kleines Päckchen gekriegt mit einem Begrüßungsgeschenk. In dem Fall war es eine Schlafmaske und ein Kamm war da drin. Ich weiß nicht, ob man mehr oder weniger Kamm. Alle solche Frisuren waren ein bisschen über und die Schlafmaske. Der ein oder andere konnte die garantiert verwenden. Und dann ging es los, der Flieger startete und wir flogen dann nach Termisch, nach Usbekistan. Unterwegs gab es was zu essen. Das ist aber jetzt nicht so pralle. Und in Termisch angekommen, wurden wir dann natürlich von der Bundeswehr entgegengenommen und die haben da so die Luftwaffe hat dort einen Punkt eingerichtet mit Zelten, in denen wir dann aufgenommen wurden und dort haben wir dann eine Nacht übernachtet. Termisch im Januar, tagsüber, Temperatur ungefähr so wie in Deutschland, das ist aber wesentlich trockener, aber nachts Empfindlichkeit. Und wir sind dann in diese Zelte rein, die Zelte hatten WNEs, also Warmlufterzeuger, und jeder von uns hat zwei Wolldecken bekommen. Eine zum Unterlegen auf das Feldbett und eine zum Zudecken. Es war kalt. Die Nacht trotz der Warmlufterzeuger. Und ich weiß auch, dass später, es gab wohl einige, die sich darüber wohl mokiert haben, Daunendecken bekommen haben, beziehungsweise Winterschlafsäcke. Ja, weil die waren dann später dann da, aber bei uns werden auch zwei Wolldecken bekommen. Am nächsten Morgen ging es dann auf die Flight und dort stand dann eine Transall.
wir alle rein in diese Transall. Und dann ging es mit der Transall weiter zum Flughafen nach Kabul. Also der jetzt vor kurzem erst so dermaßen in den Nachrichten drin war. Wer in der Transall vorne sitzt, hat es warm. Wer in der Transall hinten sitzt, hat es geil. Ich saß ungefähr in der Mitte. Trotzdem konnte man einige sehen, die sich zusammengerollt haben, die Kapuze von unseren Tropen getan haben, ziemlich über den Kopf gezogen haben und ziemlich zusammengerollt saßen. Der Flug war eigentlich, ereignislos. Es war ja auch nicht mein erster Einsatz, also ich kannte das schon. Geflogen. Irgendwann kommt man dann an diese. Ja, für die, die es noch nicht erlebt haben, es gibt so eine Sarajevo-Landung, nennt man die. Das heißt, der Flieger geht schnell hoch, fliegt in der Höhe bis zu dem Punkt, wo er landen soll. Dann werden die Triebwerke ausgeschaltet. Und man hat zumindest das Gefühl, weil die gehen in den Leerlauf. Ich bin ja auch kein Pilot. Und dann geht die Maschine ziemlich steil runter. Und kurz vor der Landung wird die Maschine abgefangen und sie landet. So sind wir dann da reingekommen. Aus den Fenstern sieht man nicht wirklich viel. Die Fenster sind recht hoch. Und man sieht halt nichts. Man dreht sich in der Transall um und sieht da nur die Ketten von den Hebezeugen, die da hängen. Und denkt sich auch so, was passiert? Fallschirm, ich kann mit der Kette runterspringen. Die Maschine ist nicht dafür gedacht, wenn wir drin sitzen, dass sie abstürzt. Fallschirm gibt es nicht. Pech gehabt. Nur für die Besatzung. Und auf jeden Fall, wir sind halb runtergekommen. Wir sind gelandet und dann geht hinten die Klappe auf. Und man sieht zum ersten Mal Afghanistan. Also die Klappe fuhr runter. Man hat diese Sandfarbe überall am Horizont. Waren die Berge mit Schnee bedeckt, also es sah eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Wenn man das dann aus der Maschine raus, ne, und es ist ein komisches Gefühl, wenn man den ersten Fuß dann auf afghanischen Boden setzt. Von dort aus ging es dann in die Füchse, die uns dann, also in den Transportpanzer Fuchs, einige von euch bauen wir auch, ging es dann ins Feldlager. Ne, im Feldlager angekommen, die Türen geht auf und man ist Tapsi. Tapsi für die nicht im Einsatz waren. Total ahnungslose Person sucht Informationen. Die Klappe geht auf und man weiß ja gar nicht, wo man ist. Und der Spieß, also der Kompaniefeldwebel bzw. der Hauptmann oder Kompaniechef mit seinem Stab, die waren ja schon vor Ort und haben uns da entgegengenommen. Von dort aus ging es dann, weiß nicht, ob es erst zum Paxpunkt ging, also sprich da, wo unsere Ausrüstung war. Die wurde schon vorweg eingeflogen. Oder ob es erst an unsere Unterkunft ging, wenn wir unsere Unterkünfte zugewiesen bekommen haben. Auf jeden Fall hat man dann erstmal seine Ausrüstung geholt und auf die Stuben gebracht. Die Stuben sahen wie folgt aus. Wir hatten feste Unterbringung. Das war so eine Art Containerhaus. Und ich war mit zwei weiteren Port-au-Prince-Unteroffizieren, also Hauptfeldwebel, auf einer Stube. Normalerweise waren es vier. Wir hatten Glück, wir waren zu dritt drauf. Die Unterkünfte waren ausreichend. Sie waren nicht riesengroß, sie waren aber auch nicht klein. Man hat so eine Art kleine Grundausstattung drin gehabt. Es war ein Fernseher drin, es war ein Kühlschrank drin. Der gehört aber nicht zur Grundausstattung. Ja, das heißt, man gibt, ich glaube, so 50 Euro gibt man dem vorigen Kontingent und dann könnt ihr das behalten. So, und das ist aber so eine ungeschriebene Regel, also keiner zwingt euch das. Aber jeder macht es, man gibt dir 50 Euro und du übernimmst es dann. Wenn das nächste Kontingent kam, haben die von uns 50 Euro gekriegt und durften den Fernseher in den Kühlschrank behalten. Und so ging das immer von Kontingent zu Kontingent weiter damals. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals war es so. Und uns wurde noch die Unterkunft gezeigt. Uns wurde das Essenszelt gezeigt. Und so ein paar andere wichtige Sachen, die man sehen muss. Der Sandbereich, wo der ist, wo ein paar Einrichtungen sind. Und das war's. Dann brach auch schon die Nacht an. Und die Nacht kommt in Afghanistan schnell. Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwindet, wird es dunkel. Also richtig dunkel. Und es geht Verdunkelung. Das heißt, man hat kein Licht. Alle haben eine Taschenlampe, aber es gibt keine Beleuchtung. Und wenn du nie da warst, weißt du nicht, wo du bist. Und am nächsten Morgen, wenn du geschlafen hast, weißt du eh nicht, wo du bist. Du wachst auf und du rennst einfach mit dem Trost irgendwo hinterher in der Hoffnung, dass die alle zur Küche rennen, damit du was zu essen kriegst. Und in der Küche war es dann so, es war ein großes Zelt. Man dreht sich dann da ein. Und das Frühstück war in Ordnung. Es war nicht zu vergleichen mit dem Kosovo, aber es war in Ordnung. Wenn man bedenkt, wie weit man von zu Hause weg ist, war es gut. Und alle saßen in solchen Reihen. Ja? Das Zelt war ziemlich leer, aber alle saßen zusammen.
mich war da, wo der Warmlufterzeuger die warme Luft runtergeblasen hat. Weil im Januar in Afghanistan arschkalt. Tagsüber angenehm, teilweise schmolz sogar der Schnee an bei Plusgrade. Aber sobald die Sonne weg war, waren diese Pfützen, die sie gebildet haben über den Tag, vereist. Ich hatte auch mal eine Situation gehabt, rausgekommen, plopp, auf der Nase gelegt, auf der Pfütze ausgerutscht, die vorher noch Wasser war, war von jetzt auf gleich heiß. Ja, und das war im Endeffekt dann der erste Tag, beziehungsweise auch die erste Nacht vor Ort. Danach ging es dann erstmal mit Einweisung los. Was darf man im Feldlager? Was darf man nicht? Wie ist das alles organisiert? Wo muss ich arbeiten? Und man kommt dann irgendwann mal an seinen Platz. Und in meinem Fall war das ein großes Zelt, ne? Und der Platz, an dem ich dienen arbeiten sollte, das war eine Pimasch-Gruppe. Also nicht Pimasch-Einsatz, sondern Pimasch-Reparieren. Ich war in der Versorgungskompanie und mein Auftrag war es, die Geräte zu reparieren. So, und dann hieß natürlich das Vorkontingent, einer vom Vorkontingent war noch da, ein anderer Hauptbewerber, und der hat mir das ganze Material übergeben und das war wirklich nicht wenig. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Aber so fängt es am Einsatz an. Und wie es weitergeht am Einsatz, das sehen wir im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst es ein Like da. Bis zum nächsten Mal.